willkommen zu einem neuen Video von mir. Und ich war gestern fleißig shoppen im Primark und ich habe mir gedacht, ich zeige euch mal die Sachen, die ich gekauft habe. Nicht wundern, ich bin ein klein wenig erkältet. Das ist echt super nervig. Vor allem wir haben Anfang Juli und ich bin erkältet und draußen scheint nicht mal viel die Sonne. Denn ich hätte so Bock auf coole Sommervideos mit Sommersnacks oder typische Sommerfrisuren und alles. Aber ich glaube, ich mache es trotzdem, weil ich einfach Lust drauf habe. Von daher könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein, was in den nächsten Wochen kommen wird. Und ich wollte euch noch vorab nochmal daran erinnern, dass meine Verlosung, also dieses der Velu-Duschschaum mit der Haarmaske, nur noch bis Mittwoch geht, bis zum 6.7. Also fleißig dran teilnehmen. Dafür müsst ihr Abonnent meines Kanals sein und einen freundlichen Kommentar, also einen netten Kommentar, in die Kommentare schreiben. Und dann werde ich Mittwoch bekannt geben, wer den Duschschaum gewonnen hat. Also wer noch nicht daran teilgenommen hat, könnt ihr das gerne noch machen. Also mein letztes Video, das ging über die Wimperntusche von Munich. Falls ihr sie auch noch nicht kennt, ich benutze sie auch gerade und sie macht ja bessere Wimpern, vollere Wimpern. Vielleicht habt ihr noch nicht meinen Freund Kackhaufen gesehen. Der hat mir freundlicherweise jemand auf der Kirmes mit so einem Greifarm rausgezogen. Fand ich voll cool. Kaufen. Ja, habe ich mal direkt hier platziert. Fangen wir einfach mal an. Viel Spaß! Ich habe zwei Tüten, aber es ist ja eigentlich normal, man hat ruckzuck zwei Tüten voll. Und ich habe so coole Schnäppchen gemacht. Und ich war beim letzten Mal, als ich im Primark war, das habe ich auch übrigens abgefilmt, kann ich euch gerne mal unten verlinken. Habe ich auch nicht so viel gekauft, beziehungsweise glaube ich auch mehr Basics, weil ich weiß nicht, ich finde die Sachen waren irgendwie so normal. Man erkennt auch direkt, wenn etwas vom Primark ist, also so typische T-Shirts mit irgendwas so drauf. Stickten, keine Ahnung. Und irgendwie war ich letzten Mal ein bisschen enttäuscht. Aber diesmal, finde ich, haben die coole neue Sachen bekommen. Also auch nochmal richtig modern. Die hatten Buddies gehabt oder auch viel dieser Hippie-Stil und viel mit Mustern. Und diesmal hatten die wirklich coole Sachen, muss ich sagen. Und deshalb habe ich auch coole Sachen mitgenommen und viele Sommersachen auch im Sale, weil ich kam da an und es war so kalt und dann dachte ich mir, ich kaufe mir doch jetzt keine kurze Hose für was bitte. Deshalb, aber fangen wir mal an. Ich weiß nicht, ob die Sachen ein System haben, weil die einfach kurz und quer in der Tasche sind. Von daher greife ich da einfach rein und zeig's für euch. So, fangen wir einfach mal mit den sportlichen Sachen an, denn die waren auch irgendwie im Sale. Da habe ich einmal habe ich einmal diesen Sport-BH gefunden, den ich irgendwie ganz schön fand, mit dem Pink. Ich liebe Pink. Und den gleichen habe ich auch nochmal in Grün gefunden und den dann auch mitgenommen. Und die haben nur 3 Euro gekostet. Ja, 3 Euro pro Sport-BH. Und ich finde, man kann nicht genug Sport-BHs haben, weil dann ist der eine in der Wäsche. Deshalb habe ich direkt mal 2 eingepackt. Ich hoffe, sie sitzen gut. Also ich hatte noch nicht Sport-BHs von Primark, aber solange sie einfach auch bequem sitzen und auch stützen, sollte das doch funktionieren. Und auch hatten die Sport-Topstar und die waren auch nochmal reduziert. Also hier habe ich dann ein normales pinkes Sport-Top geholt und eins in Koralle. Und auch eins in Koralle. Das sieht so aus. Ganz normal. Oh, das ist sogar auf links, sehe ich gerade. Ja. Und die waren, wie gesagt, auch im Sale. Und die haben auch nicht viel gekostet. 2 Euro pro Sporttop. Und das ist doch auch. Also Sportsachen, die man dann halt geschenkt bekommt. Also von daher finde ich es eigentlich echt ganz cool. Und kann man halt auch immer gebrauchen. Dann habe ich auch noch ein recht lässiges Top gefunden. Moment, muss ich nochmal konzentrieren. Was ich auch cool finde, wenn man jetzt zum Beispiel auch am Sport machen ist, so ein leichtes Top, unten mit so einem Knoten, das ist einfach so ein bisschen lässiger, finde ich. Also das hier hat jetzt 4 Euro gekostet und finde ich ist auch ziemlich lässig, auch für den Sommer. In meinem letzten Video hatte ich, glaube ich, das gleiche auch schon in Grün, also in so einem Türkis. Und jetzt habe ich das einfach nochmal in Blau geholt. Ich glaube, mit einer schwarzen Jeans und einer schönen großen Kette sieht das echt schick aus. Es ist sehr einfach, aber eigentlich schön lässig. Und das hat jetzt 5 Euro gekostet und das ist cool. Das kann man machen, finde ich. Habe ich mir noch normale Socken gekauft. Also kann man auch nicht genug haben. Ich glaube, das sind sogar lange Socken. Naja, gut. Und die haben 2 Euro gekostet.
dafür ein paar Socken. Dann habe ich mal hier so einen Beutel mit für Klamotten besorgt. Ich war mir am Anfang nicht sicher, weil hier so ein Teddy drauf ist, ob das jetzt so eine Spielbox ist, wo Spielsachen rein können oder auch Klamotten. Deshalb glaube ich, stelle ich den einfach hinter die Tür und ja, aber ich will mal gerne gucken, wie groß der ist. Das interessiert mich. Ich glaube, ich mache den mal gerade auf. Oh, das geht ja schnell. Ich will mal gerne wissen, wie der aussieht. Ah, okay. Also, so sieht er aus. Also, auf jeden Fall jetzt auch kein Riesen-Oschi. Und der ist hier oben auch so leicht geschlossen. Was eigentlich ganz cool ist, dann kann man da nicht so direkt reinsehen. Und aber so breit ist der Schlitz nicht. Also, wenn man jetzt ein großes Handtuch hat oder sowas, ist das schon irgendwie. Muss man dann. Also, da kann man jetzt nicht mit so einem Haufen Klamotten ankommen und den da reinquetschen. Jetzt muss man das doch einzeln eher machen. Aber eigentlich geht schon viel rein. Auch nicht teuer. Ich glaube, der hat 4 Euro gekostet. 4 oder 5, oder? 5. Dann habe ich mir 2 lange Hosen gekauft. Das sind einfach 2 ganz normale Jeanshosen. Die eine war günstig für 10, die andere hat irgendwas mit 17, glaube ich, gekostet. Also einmal in blau und einmal hier so ein helles Beige. Und ich finde im Sommer so ein Beige ist auch in Ordnung. Beige mit einer Bluse drauf, finde ich das auch in Ordnung. Wieder im Sale zugeschnappt. Und das sind das sind 2 Oberteile. Und die sehen so aus. Die haben so einen kurzen Kragen und dann sind die ärmellos. Und dann sind jetzt aber auch nicht bauchfrei. Also das sind schon normale lange Oberteile. Und das finde ich. Verkaufen. So. Und die finde ich eigentlich ganz cool so. Auch mit einer großen Kette oder sowas. Oder dass man die dann auch in eine Hose reinmacht. Und das gleiche habe ich jetzt auch nochmal gestreift. Das sieht so aus. Moment. Und das ist eigentlich auch ganz chillig. Und ratet mal, wie teuer das war. Jetzt 2 und ich habe dafür 2 Euro bezahlt, also hallo, so easy, also für 4 Euro 2 Tops oder Oberteile, finde ich cool. Und als ich auch schon auf dem Weg zur Kasse war, oder beziehungsweise die Kasse war so schlank, die Schlange der Kasse war so übertrieben lang, die ging wirklich in den Gang rein und fast wieder zurück zum Hauptgang, also die war so lang. Und da beim Anstehen habe ich einfach mal das coole Teil hier entdeckt. Das ist nämlich so ein Handtuch, was man sich mit Klettverschluss also umwickeln kann. Das ist so ein Handtuch, also wirklich dicker Stoff. Und das ist mit Klettverschlüssen irgendwie gemacht. Also so. Oh, so lang der Klettverschluss noch? Okay. Das ist 9 Euro gekostet oder sowas. Echt chillig. Jetzt habe ich mir noch für den Sommer noch ein paar Ballerinas gekauft. Sie hat sich jetzt verändert. Ich bin eigentlich nicht so der Ballerinas-Freund, aber ich brauche eins jetzt für ein Kleid. Und also die sind einfach beige und ein bisschen mit Lederoptik und passen gut und kosten 5 Euro oder so. Ja, habe ich mir auch so einen coolen Getränkebecher geholt. Ich dachte am Anfang orange, ich weiß nicht, aber es steht Koralle drauf, es ist kein Orange. Weil eigentlich mag ich ja alles lieber in Pink. Alternativ gibt es den noch in Blau. Aber ich glaube, ein bisschen heller sieht es besser aus. Und ich freue mich so, wenn es wärmer werden sollte, da ein schönes Wasser reinzumachen mit Eiswürfeln und Zitrone und Minzblättern oder sowas. Und dann in so einem coolen Becher, mit, wo man so die Zitronenscheiben sieht. Das ist schon lecker. Und habe ich mir noch zum Chillen eine kurze Hose einfach geholt. Ein bisschen mal in so einem anderen Stil, weil ich halt meistens nur schwarz oder grau habe. Und jetzt möchte ich da mal was anderes mal. Aber niemals Leopard. Also was ich wirklich hasse, ist Leopardenmuster. Das sieht immer so schlimm aus. Dann habe ich mir noch ein korallenfarbenes Top geholt. Die gibt es da jetzt für 2,80 oder so. Unbedingt mit Muster, was bei mir auch Standard ist. Also es ist Standard, aber ich mag Flipflops so irgendwie.
sind für mich meine Hausschuhe. So. Das ist noch prima, wenn man mal ins Schwimmbad geht oder so. Und die sind pink. Und ja. Und die haben 4 Euro gekostet. Eigentlich noch viel für Flipflops, für Primark. Also für Primark jetzt. Naja, ich hoffe, sie sind bequem. Ich hatte sie noch nicht angehabt. Los geht es mit diesem super, super schönen Armreif für 4 Euro. Geht so. Und der ist so schön. Den macht man einfach so auf. Also das ist so eine Klammer und dann kann man den direkt anziehen und dann sieht er so aus. Finde ich echt sehr schön. Mir einen Medaillon gekauft, also die haben jetzt auch Medaillons. Und ich fand den hier ganz schön, also vor allem Gold. So. Ja. Ist aber noch relativ schwer so vom Gewicht. Aber ich glaube, ich mag total Medaillons. Ratet mal, was da für ein Foto reinkommt. Dann habe ich noch eine einfache Kette. Ich glaube, die ist auch ein bisschen länger. Das ist einfach so eine Art Würfel mit so einem Diamanten drin, der da so locker drin liegt und dann ja so ein bisschen rumfällt, aber nicht rausfällt. Für 3 Euro ein paar Ohrringe, die brauche ich auch noch. So ein paar Stecker in verschiedenen Farben und Perlen für 1,50. Dann habe ich noch eine Kette, die ich ganz schön finde, mit solchen 2 runden Kreisen und Mustern und einem Steinchen. Ich eigentlich auch ganz cool. So. Und ja, wie man sehen kann, 3 Euro. So ein schönes Kleid gekauft. Oh mein Gott, das ist wirklich mein Lieblingskleid ab sofort. Es war auch im Sale. Und ich zeige euch das jetzt einfach mal. Und ich liebe es. Okay, warte. Ich richte es einmal. Ta-ta-ta-da. Tada! Es ist so wunderschön. Also es hat hier nochmal einen Träger und etwas tiefer. Also wirklich so hier oben rum ist der Stoff sehr locker und fällt so auch locker über die Schulter. Wie das oben von Omas. Und dann ist es sehr, sehr taillenbetont. Und geht dann runter bisschen, also bis ungefähr über die Knie, so ein klein wenig. Und das ist so schön und es sieht so schön. Ah, das ist so toll. Und es hat nur 9 Euro gekostet. Es war, wie gesagt, im Sale. Und ich liebe es. Das ist so schön. Und ich finde dazu noch so alte, braune Sandalen. Ich kann euch auch noch gerade die Schuhe zeigen, die ich noch gestern im Deichmann gekauft habe, wo ich finde, die perfekt zu dem Kleid passen. Die sind momentan auch im Sale für 15 Euro und die passen perfekt dazu und ich finde die echt cool, die sind so richtig altmodisch. Ich habe noch etwas vergessen. Wieso bin ich so vergesslich heute? Das liegt bestimmt an der Erkältung. Da, weil ich es schon benutzt habe, habe ich es dort vergessen. Nämlich, ich habe mir noch ein Augenbrauen-Kit gekauft, das ich ganz cool finde. Also wie gesagt, ich habe es gerade eben schon getestet, deshalb sind die Farben jetzt auch schon ein bisschen benutzt. Ja, also man hat... Moment... Ja, also man hat halt zwei puderförmige Farben. So ein helles Braun und dunkles. Und selbst ich benutze schon das Dunkle. Und dann hat man noch ein Fixiergel. Ich finde, das sieht eigentlich ganz gut aus. Und dabei gibt es sogar noch eine Pinzette und noch ein kleiner Pinsel. Also so einen abgeschrägten Pinsel. Finde ich nämlich eigentlich ganz cool. So ein komplettes Kompakt-Set. Und Gott, ich glaube, das hat 2,50 oder so gekostet. Und dann dachte ich mir, probierst du es mal aus. So, jetzt war es das mit dem Video. Wie gesagt, denkt auf jeden Fall nochmal an die Verlosung. Und ich würde mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Gerne könnt ihr mich auch kostenlos abonnieren. Der Link steht auch unten in der Infobox. Und ich würde sagen, ja, wir sehen uns nächste Woche wieder. Vielleicht auch mit einem Sommervideo. Hoffentlich ist dann auch endlich mal der Sommer da, weil bald... ist schon der Juli vorbei und dann geht's wieder bergab. Ich wünsche euch wie immer auch eine schöne, schöne Woche. Bleibt gesund. ja, und bis zu meinem nächsten Video. Tschüss!